Servus Leute, im heutigen Video geht es um meine Settings für den Patch 13.5.0, den letzten Vibe, der ist jetzt so 3 Wochen her. Und es hat sich ein bisschen was geändert, aber vieles habe ich auch übernommen und ich habe mir gedacht, ich fasse euch das nochmal zusammen. Alle meine Ingame-Settings, Nvidia-Settings, Windows-Settings, Process Lasso, G-Sync ist dazugekommen und ja, alles in diesem Video. Viel Spaß! Zuerst will ich kurz drüber reden, wie Frames in EFT entstehen. Und zwar, man sagt ja, EFT ist CPU-gebunden. Das stimmt auch. Die CPU plus RAM, schneller RAM, ist wichtig, weil der RAM kann die CPU ausbremsen bzw. schneller machen, je nachdem, wie man es sehen will. Und die minimalen Frames in EFT, also wirklich diese Framerate, die, um die es geht, weil umso niedriger die minimalen Frames sind, umso ekliger wird es zu spielen. Umso besser die CPU ist und der RAM, umso höher sind die. Und dann kommt die Grafikkarte. Die Grafikkarte bottleneckt für gewöhnlich nicht, wenn sie halbwegs zum CPU passt. Aber sie kann halt die maximalen Frames bottlenecken. Das heißt, wenn man die Grafikdetails hochdreht, dann hat man statt 160 Frames auf einmal nur noch 140 Frames. Was letzten Endes nicht so tragisch ist, aber das kann halt passieren. Deswegen die Grafikkarte ist für die maximalen Frames verantwortlich. CPU plus RAM für die minimalen Frames. Solange das halbwegs zusammenpasst, ja, ist da alles in Ordnung und bei der Grafikkarte kann man auch noch einiges rausholen, wie zum Beispiel mit FSR oder DLSS. Aber da gehen wir dann gleich noch drauf ein und ja, so funktioniert es mit der Framerate in Tarkov. Meine Grafik-Settings. Ich bin dazu übergegangen, das Game etwas besser aussehen zu lassen. Und dann schauen wir es uns einfach mal an. Resolution natürlich 1440p von meinem Monitor. Ansonsten hier Fullscreen. Immer Fullscreen bringt mehr FPS. Man muss hier hin und wieder darauf achten, nicht, dass sich das aus Versehen mal auf Borderless stellt. Das kann hin und wieder mal passieren. Ansonsten habe ich die Texture Quality schon immer auf High. Sieht einfach besser aus. Ihr müsst bedenken, alles, was ihr hier einstellt in den Grafikoptionen, geht rein auf die Grafikkarte. Das heißt, umso besser eure Grafikkarte, umso mehr Luft da noch ist. Einfach die Grafikkartenauslastung ein bisschen beobachten beim Spielen und dann wisst ihr, oh, ist da noch Luft oder ist es nicht. Wenn die Grafikkarte auf über 95% geht, dann fängt sie an zu bottlenecken, dann kriegt man nicht mehr die Framerate, die möglich ist. Dann kann man mit den Details runtergehen oder sich einfach damit arrangieren. Ich habe mich ein bisschen damit arrangiert. Meine 3080 geht in Verbindung mit meinem 7950X3D gerne mal auf 100%, aber wie wir gerade drüber geredet haben, es sind dann bloß die maximalen Frames, dann habe ich halt statt 180 Frames, habe ich halt bloß noch 170, 160 Frames, was nicht so schlimm ist. Und weil wir halt auch noch dazu kommen, ich benutze auch G-Sync, aber das kommt gleich noch im Video. Also, Texture Quality auf High sieht einfach gut aus. Shadow Quality habe ich auch von Low auf High mal genommen, einfach, dass die Schatten ein bisschen besser aussehen. Lot Quality habe ich schon immer auf 2,5. Das sind die Sachen, die in der Distanz reinrennen. Das passt, höher braucht man es nicht. Overall Visibility reicht auch auf 400. Das sind 400 Yards und alles dahinter rendert nicht mehr rein. Und wenn man im Scope ist, rendert es so oder so rein. Das heißt, man braucht hier eigentlich nicht mehr als 400. Es macht so gut wie keinen Unterschied. Und es zieht einfach Frames, wenn man höher geht. Deswegen lasst es auf 400. Hier unten Anti-Aliasing und sowas ist ausgegraut, weil ich mit FSR spiele. Wie gesagt, weil sonst meine Grafikkarte einfach zu arg bottleneck, wenn ich normal mit TAA High und so Kantenglättung spielen würde und keinen FSR. FSR, genauso wie DLSS, sind so Features von AMD bzw. Nvidia, die die Grafikkarte entlasten und dann über Deep Learning Texturen hochrechnen und dann einfach mal so, sagen wir mal, so 30-40% noch Leistung bei der Grafikkarte rausholen. Bei so ziemlich gleicher Optik, hin und wieder sieht man es ein bisschen auf die Distanz. Das ist leicht verpixelt, aber es ist unmerklich. Ich empfehle hier AMD FSR 2.2. Es sieht am besten aus, auch wenn man eine Nvidia-Karte hat. Sieht es besser aus als DLSS. Und FSR funktioniert auch mit 1000er Nvidia-Karten. Da funktioniert nicht mal DLSS. Also, ich empfehle AMD FSR, wenn ihr eure Grafikkarte entlasten wollt. Wenn ihr eine sehr gute Grafikkarte habt, dann macht es nicht. Dann spielt einfach mit Anti-Aliasing TAA High. Das sieht besser aus. Ansonsten HBAO und SSR, das sind die Reflektionen und sowas. Und ich weiß gar nicht genau, wie hier die Übersetzung ist. Es lässt das Game einfach ein bisschen besser aussehen. Ich habe das hier auf High Performance, SSR auf High. Das sind die Reflektionen. Dann anisotropische Filterung. Auch alles für ein bisschen schärfere Texturen auf On. Nvidia Reflex ist ein großes Ding im Moment. Normalerweise habe ich das auf An. Normalerweise An. Aber im Moment ist es verbuggt, dass, wenn man Reflex an hat, dass die Frames dann nach einer Zeit runtergehen und man das Game neu starten muss. Und dann, ja, das ist ein bisschen nervig. Deswegen habe ich es im Moment auf Off. Dadurch sind die Frames limitiert. Normalerweise würde es so aussehen. Wenn dieser Bug gefixt ist, wenn ihr dieses Video seht, stellt es natürlich auf On. Und lasst es auf On plus Boost. Das ist besser für den Input-Lag und die Frames sind dann uncapped.
aber da reden wir gleich noch drüber mit G-Sync. Jetzt gerade ist es so, dass halt die Frames auf 144 gecapped sind. V-Sync sollte man in dem Zug auch auslassen hier in-game, weil halt auch ansonsten dieser Bug entsteht, dass man hin und wieder das Game neu starten muss. Aber wenn es gefixt ist, geht es auch wieder. Unten die Haken, alles raus, High Quality, KZ Blur, Chrome Operations, Noise, Grass Shadows, MIPS Streaming, habe ich alles aus. MIPS Streaming entlastet ein bisschen den Grafikkartenspeicher, kann man anmachen, ein bisschen rumprobieren. Wenn ihr es wollt, High Quality Color konnte ich keine, wirklich keinen Unterschied feststellen, deswegen lasse ich es aus. Noise, Z-Blur, Grass Shadows, Chrome Aberration, das sind so Effekte, die einfach, ja, visuell recht gut aussehen, aber der Übersicht halber habe ich das auf jeden Fall aus. Wenn euch das gefällt, spielt damit rum. Meine Post-FX-Settings, da gibt es natürlich auch kein richtig oder falsch. Ich habe einfach nur Settings, die ich empfehle, die ich mir ja schon vor längerer Zeit zurechtgelegt habe. Für mich sieht das Game so sehr natürlich aus, sehr angenehm. Color Grading Clifton, die Intensity auf 42, das finde ich sehr, sehr gut. Und ansonsten Brightness, Saturation, Clarity. Ich habe keinen Sharpen drin, weil ja, Sharpen geht allgemein auf die Streamqualität. Würde ich nicht streamen, hätte ich wahrscheinlich Sharpen drin. Tritanopia ist noch so, ja, so ein bisschen extra colorful. Wie gesagt, sind sehr angenehme Settings. Könnt ihr gerne übernehmen. Und ich habe auch angelehnt daran, habe ich Nacht-Settings. Ihr seht's, ne? Das sind meine, ja, so sieht halt Interchange in der Nacht aus mit dem besten Night Vision, mit dem GP-NVG. Und für jeden Nachtraid habe ich extra Settings. Und die schauen wir uns mal kurz an. Da kann man die umstellen. Hier, machen wir mal Visualize an, dann sieht man das direkt. Also ich bin dafür hier bei dem Regler bei der Brightness ein bisschen runtergegangen. Ganz wichtig, Saturation, ihr seht schon, das Bild wird viel angenehmer. Und dann nehmen wir hier noch Colorfulness, die Color ein bisschen raus und schauen uns das mal kurz an. Und schon wird das Bild wesentlich angenehmer, die Lichter überblenden weniger. Und das sind auch meine bewährten Nacht-Settings, angelehnt an meine normale Post-FX-Settings, dass man die gut umstellen kann. Empfehle ich euch auch, wenn ihr euch eigene Settings macht, habt Nacht-Settings, die ihr daran angelehnt habt. Und je nach Night Vision, die billigeren Night Visions, muss man das vielleicht ein bisschen anders einstellen. Das könnt ihr euch ein bisschen anschauen, also übernehmt die nicht 1:1. Das muss auch zu euren Monitor-Settings passen und so. Und es muss allgemein für euch gut und natürlich aussehen. Meine Control-Settings, auch hier solltet ihr euch bloß vielleicht dran orientieren und macht euch selber Gedanken, wie die Controls für euch am besten sind. Meine Sense ist 0,35, wenn er das geht. Und die Aiming Sensitivity ist 0,25. Das war schon immer so, ändere ich nicht. Ich spiele mit 800 dpi, das passt für mich. Das heißt nicht, dass es für euch unbedingt passen muss. Hier scroll ich einfach mal kurz durch und gehe auf die Besonderheiten ein. Ich habe Linien auf den Daumentasten von der Maus. Dann habe ich Switch Between Sides habe ich auf Q, beziehungsweise auf X, Scope Magnification. Emergency Reload ist auf Doppel-Q dann. Laser an aus ist, oder Lampe an aus ist auf E. Und Umschalten auf Control E. Dann habe ich noch eine Besonderheit hier, dieser Doppelbind. Hier, Check Chamber, Fix Malfunction habe ich auf Shift und Mauswheel auf Release hier für Fix Malfunction. Und Inspect Weapon, wo ist es denn? Inspect Current Weapon habe ich da auch auf Continuous. Left Shift, Mauswheel auf Continuous. Inspect Weapon und Fix My Function hier auf Release. Die Sache ist die, wenn man das dann hält, also angenommen man hat einen Jam, dann hält man Shift und mittlere Maustaste. Das Gute ist, wenn es Shift ist, dann sprintet man auch gleichzeitig, kann auch gleichzeitig sprinten, das will man eh in dieser Situation. Also Shift, mittlere Maustaste halten, dann schaut er die Waffe an und wenn er dann die My Function festgestellt hat, dann lässt man los, dann lädt er sie direkt durch. Und ansonsten, hier, ich scroll es euch bloß mal kurz durch, könnt ihr euch anschauen, findet ihr auch und mit Ausrufezeichen Settings beziehungsweise hier unter dem Video als Bilder, wenn ihr das sehen wollt. Und ich zeige euch mal kurz hier die Besonderheiten. Also, Linien auf den Daumentasten ist halt, weil ich halte jetzt die Daumentaste hier, zack, zack, und da. Und dann kann ich halt Linien, während ich mich bewege, das habe ich schon in anderen Games so gemacht, habe ich mich dann gewöhnt, so mache ich das. Muss nicht unbedingt richtig für euch sein. Ihr könnt auch Q und E vertauschen oder sonstiges. Dann Laser an, aus auf E. Und das Interessante ist mit der Malfunction, Moment, wir jammen mal kurz die Waffe. Ja, ganz ist das Audio wohl nicht aus. Irgendwas hört man hier, obwohl der Sound auf 0 ist. Es tut mir leid. Sorry für die Geräusche. Kommt tatsächlich von Tarkov. Mal sehen, wann die Waffe jetzt mal jammt. Jetzt jammt sie. Und jetzt halte ich einfach Shift und mittlere Maustaste. Und sobald ich loslasse, lädt er durch. Und sie ist unjammt. Probieren wir es nochmal. Okay, nachladen. Und das geht dann auch recht schnell. Oha, diese Sounds sind aber ein bisschen nervig. Jetzt hat es wieder gejammt. Jetzt halte ich es unten, Bolt jammt und er lädt während des Sprintens einfach nach. Und die Waffe geht wieder und jammt wieder direkt. Wieder, okay. Und das ist halt das Praktische an diesem Bind, ne? Dieser Doppelbind.
Da kann man halt im Sprinten und man kann es recht schnell machen und es muss auch zugänglich sein, weil ein Gem will man schnell fixen. Und deshalb habe ich das so gemacht und ich finde, ist eine ganz gute Idee mit Shift und mittlere Maustaste. Und es passt auch ganz gut zusammen. In Tarkov muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die Beine sich nicht überlappen. Das heißt, mittlere Maustaste umschauen ist bei mir zum Beispiel nicht. Deswegen geht es, das ist bei mir auf Alt umschauen. Sonst würde es nicht gehen, sonst würde er sich die ganze Zeit umschauen, wenn man das macht. Dann würde die Kamera hängen bleiben. Und solche Sachen gilt es da zu beachten. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, je nachdem. Und ja, das sind so meine Binds und meine Ideen dazu. Sound-Settings, da gibt es in-game eigentlich nicht viel. Ihr stellt euch halt euer Volume richtig ein, Overall-Interface. Wenn ihr es geklickt haben wollt, Chat, Music, Hideout habe ich aus. Wenn ihr es hören wollt, macht's an. Music, End of Raid, kann man anmachen, ich hab's an. Wichtig, Binaural Audio. Ich empfehle ganz klar, spielt mit Binaural Audio. Das ist die einzige Möglichkeit, ja, dreidimensionalen Raumklang in Tarkov zu haben. Jede Soundquelle bekommt eine Koordinate im Raum und wird dann runtergerechnet auf hier die beiden Kopfhörer auf Stereo. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie das mit Surround Sound funktioniert oder wenigstens etwas Surround Sound. Ich finde, man ortet damit wesentlich besser. Und auf jeden Fall solltet ihr keinen emulierten Surround Sound 7.1, 5.1, was es da alles gibt, auf jeden Fall aus. Ihr braucht für Tarkov nur Stereo-Sound, gute Audio-Hardware, eine gute Soundkarte. Onboard-Soundkarte ist man immer hinten dran, da hört man wesentlich weniger. Holt euch eine gute Soundkarte, ihr müsst gar nicht so viel ausgeben. In meinem Discord findet ihr Empfehlungen, wenn ihr da was zu wissen wollt oder könnt ihr auch fragen. Und gute Headphones, ich empfehle da immer, ja, keine Gaming-Sachen, die sind gerne mal auch ein bisschen Bass-boosted. Ich bin da immer großer Fan von Biodynamic und ja, bin seit Jahren da dabei. Und wer meinen Stream kennt, der weiß, dass ich richtig, richtig gut höre. Und alles, was ich habe, ist gute Hardware, Stereo-Sound und keine Equalizer, keine Kompressoren, nichts dergleichen verändern. Das macht alles noch viel schlimmer und insbesondere keinen emulierten Surround-Sound. Und allgemein, ihr braucht bloß einen Audiotreiber und keine extra Programme, die da irgendwas machen. So Audioprogramme zerschießen euch gerne mal den Sound und ihr merkt es dann gar nicht. Und ja, ansonsten hier bei VoIP müsst ihr das richtige Audiogerät einstellen. Ansonsten hört man euch in-game vielleicht nicht und ihr wundert euch ein bisschen. Und das war's auch schon zum Sound. Meine Game Settings, da gibt's auch nicht so viel, aber gehen wir kurz drüber. Ja, Englisch hier, Main Menü, Background, Random, ne? Quick Slots habe ich immer an, Stamina immer an, Health Condition immer an. Das kann man machen, wie man will. Das ist, dass das UI sich ausblendet automatisch oder immer da ist. Dann oben links das Männchen kann man auf grün stellen. Ich habe es auf Monochrome. Das Grün ist mir ein bisschen zu viel, deswegen habe ich es auf grau und ist okay für mich. Automatic RAM Cleaner, wenn der mal funktioniert. Ich habe ihn an, aus. Ich konnte da nicht wirklich was feststellen. Only use physical cores habe ich hier keinen Haken drin. Macht aber keinen Unterschied, weil ich das über Process Lasso geregelt habe. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Und hier unten Field of View. Das ist ein wichtiges Setting. Habe ich schon immer auf 59 und bleibt auch da. Ich empfehle in etwas niedrigeren FOV. Man braucht nicht diesen extrem hohen FOV in Tarkov. Und mit niedrigerem FOV hat man dann auch auf Range noch ein bisschen mehr Übersicht. Und die Legende besagt, dass es vielleicht mit niedrigem FOV auch ein bisschen mehr Frames gibt, weil man etwas weniger sieht. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, ich empfehle eher etwas niedriger, anstatt da voll auf 75 zu gehen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Headbobbing würde ich auf jeden Fall auf niedrig haben, weil sonst, ne, Kopf wackeln, braucht keiner. Und ihr seht's, Malfunction Notifications, Block Group, also Malfunction Notifications will man haben. Und hier Double Click, Item Use, habe ich aus. Ist ein neues Setting, das habe ich aus, weil man sonst einfach im Menü oder im Stash einfach, ja, sich einen Unschein reinfuttert oder sonst was. Das ist schon einige Male passiert und letzten Endes ist es das nicht wert. Leider kann man das für Stash und Ingame nicht getrennt einstellen, deswegen habe ich es komplett aus. Und muss jeder für sich wissen, wenn ihr da keine Fehler macht, dann macht's an, ist dann praktisch. Aber wenn ihr da hin und wieder mal einfach was wegsnackt, dann macht's aus und seid auf der sicheren Seite. Meine Nvidia-Settings. Ihr geht dazu in die Nvidia-Systemsteuerung, wie ihr hinkommt, wisst ihr wahrscheinlich. Und dann ist wichtig hier unter Bildeinstellung mit Vorschau hier fortgeschrittene 3D-Einstellungen verwenden. Und dann könnt ihr hier zurückgehen unter den globalen Einstellungen. Könnt ihr alles einstellen, dann ist es global. Ich habe es so gemacht, ich habe hier Programmeinstellungen nur für Escape from Tarkov. Könnt ihr hier oben die Echse hinzufügen. Und dann könnt ihr mal schauen. Ich gehe kurz durch. Letzten Endes könnt ihr euch das auf den Screenshots anschauen. Das Interessante ist hier, ich spiele im Moment mit G-Sync enabled. Deswegen habe ich hier 161 FPS gecapped. Bei G-Sync sollte man es so machen, man sollte ein paar FPS unter dem maximalen Refresh-Limit sein. Ich habe 165 Hertz, das heißt, ich habe auf 161 gecapped. Bei 240 kann man so 233, 232 Frames machen. Bei 144 macht er 141. Und hier maximale Leistung. Das normale Modus für geringe Latenz habe ich auf Ultra, weil ich auch mit im Zuge mit G-Sync auch V-Sync anhab.
Das ist interessant, weil sonst leider ein bisschen Tiering entsteht beim G-Sync. Also, meine Empfehlung ist im Moment ganz klar bei Tarkov. Nehmt, wenn ihr einen G-Sync-Monitor habt oder einen Adaptive Sync-Monitor, macht es an und capt eure Frames ein bisschen unter der Framerate und ihr werdet merken, der Input-Lag ist wesentlich weniger. Ich verlinke euch da auch mal unter dem Video was, wo ich das her habe. Auf Blurbusters gibt es da Artikel rund um den Input-Lag mit G-Sync, V-Sync an, V-Sync aus und so weiter. Und die haben da Tests gemacht. Und insbesondere bei Tarkov ist es halt so, man hat nicht dauerhaft die maximale Bildfrequenz von 165 oder drüber. Und da lohnt sich halt G-Sync. G-Sync ist insbesondere dann gut, wenn es halt drunter ist. Und da hat man wesentlich weniger Input-Lag. Und ja, V-Sync an, um das Tiering dann ein bisschen zu vermeiden. Und dazu habe ich halt hier im Treiber meine Frames gecapped. Modus für geringe Latenz steht auch drunter. Ultra ist insbesondere gut, wenn V-Sync und G-Sync aktiviert ist. Und dann hat man hier unten halt natürlich hier hohe Leistung bei Qualität, bei den Texturen. Und dann hier V-Sync auf 1. In-game sollte man es auslassen, insbesondere im Moment mit dem Bug. Wenn der gefixt ist, geht das natürlich wieder. Haben wir gerade bei den Grafik-Settings schon drüber gesprochen. Und ja, das sind meine Nvidia-Settings im Moment. Wenn ihr natürlich kein G-Sync anhabt, dann macht ihr hier kein Cap rein. Dann habt ihr entweder in-game das Cap oder habt es über Nvidia Reflex uncapped. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ohne G-Sync spielt, hier eure Frames dann. Würde ich ohne G-Sync spielen, würde ich sie bei 170 cappen. Einfach um die Grafikkarte da nicht immer voll durchrödeln zu lassen. Aber das müsst ihr dann selber wissen, das sind meine Einstellungen. Dann haben wir hier Desktop- und Farbeinstellungen, da habe ich noch ein paar Settings gemacht. Ich habe hier die Helligkeit auf 70, Kontrast auf 60, Gamma ist unverändert und ich habe die digitale Farbanpassung auf 75%, was sich natürlich auch alles auf Tarkov auswirkt. Dann natürlich bei G-Sync, ne, solltet ihr hier den Vollmodus für den richtigen Monitor aktiviert haben. Und ja, das war's mit den Nvidia-Systemsteuerungen und was es da einzustellen gilt. Kommen wir zu Process Lasso. Das Programm ist insbesondere dazu da, Tarkov die richtigen Kerne zuzuweisen. Unter Windows 10, unter Windows 11 funktioniert das ein bisschen besser, da braucht das vielleicht nicht. Ich nutze es trotzdem und ja, ist ein Freeware-Programm, könnt ihr immer im Hintergrund laufen lassen und da eure Einstellungen machen. So habe ich das auch gemacht, ich zeige euch einfach mal, wie das bei mir aussieht. Dazu muss Tarkov im Hintergrund laufen und dann habt ihr hier die Escape from Tarkov Exe, dann geht er hier drauf und dann könnt ihr hier CPU-Zugehörigkeit immer und dann CPU-Zugehörigkeit auswählen und es ist so, je nachdem wie viele Kerne ihr natürlich habt, umso mehr könnt ihr hier auswählen und welche CPU ihr habt. Bei mir ist es so, ich habe 16 Kerne, ich habe einen 7950X3D und die ersten 8 Kerne, echten Kerne, sind hier immer die geraden Zahlen, die ersten. Und das sind auch die mit dem V-Cache. Deswegen habe ich Tarkov rein auf diesen Kernen und alles andere habe ich hier drüben auf diese Kerne gelegt. Also wir haben hier ein Programm, wo ist es denn? Stream Deck zum Beispiel, CPU-Zugehörigkeit, immer CPU-Zugehörigkeit auswählen, ist alles hier drüben. Ihr könnt dann auch hier diese Affinitäts-Bitmaske kopieren, das einfach da unten einfügen und das bei jedem Programm, das ihr habt, machen. So ist es bei mir halt, ich habe noch 8 Kerne frei, auf denen Tarkov nicht läuft. Und alle Programme, die ich habe, schmeiße ich darüber. Das geht natürlich nicht mit jeder CPU. Für euch reicht es, wenn ihr einfach Tarkov auf diese 8 echten Kerne hinzufügt und das im Hintergrund laufen lasst. Wie gesagt, hier die echten Kerne sind immer die geraden Zahlen. Die unechten sind die von SMT bzw. Hyperthreading bei Intel. Und Tarkov will immer die echten Kerne, deswegen wählt ihr hier bloß die geraden Zahlen aus. Bei 8 Kernen von 0 bis 14. Und ja, je nach CPU, wenn ihr halt 6 Kerne habt, dann wären das halt hier bloß bis 0 bis 10 und so weiter. Ist relativ selbsterklärend und wie gesagt, alle anderen Programme, also alle Nicht-Systemprogramme, Programme, die von euch sind, seht ihr hier auch an den Regeln, habe ich alle auf die anderen CPU-Kerne gelegt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das eine gute Sache. Ein häufiger Fehler, der passiert ist, dass das XMP bzw. Expo-Profil nicht aktiviert ist und deshalb gehe ich hier kurz drauf ein, um euch zu zeigen, wie ihr das überprüft, ob das auch läuft. Ihr geht in Task Manager und dann geht ihr hier links auf Leistung und dann schaut ihr hier bei Geschwindigkeit vom Arbeitsspeicher. Da steht bei mir 6000 RAM, passt also. Bei DDR4 ist es natürlich weniger, da steht dann 3200, 3600, je nachdem. Ihr müsst natürlich eure RAM-Geschwindigkeit kennen. Wenn hier aber bei DDR4 2133 steht oder bei DDR5 Expo, ich weiß es gar nicht, was es ist, 4800 oder 4200, der Standardtakt. Wenn es auf jeden Fall nicht eurer Geschwindigkeit entspricht, dann googelt, wie aktiviere ich Expo-Profil bzw. XMP-Profil oder wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr auch gerne bei mir im Discord vorbeischauen. Im Tech-Talk-Bereich Fragen und Hilfe, da wird euch garantiert geholfen und dann kriegt ihr das auch schnell geregelt. So viel zum Expo-Profil.
Für alle, die Probleme mit Abstürzen, insbesondere bei Lighthouse und Streets haben, vielleicht bloß 16 GB RAM haben und sich dann ja das Game immer verabschiedet, möglicherweise auch mit dem Bluescreen, die sollten die Auslagerungsdatei, den virtuellen Arbeitsspeicher, ein bisschen manuell erhöhen. Dazu geht man in die erweiterte Systemeinstellung, könnt ihr einfach unten im Suchen eingeben, habt ihr das vielleicht bei mir nicht gesehen, erweiterte Systemeigenschaften, dann geht ihr hier auf Erweitert, auf Einstellungen, oben nochmal auf Erweitert und da könnt ihr den virtuellen Arbeitsspeicher anpassen. Ich habe da bei mir nichts gemacht, aber wenn ihr da Probleme habt, dann macht ihr vielleicht ja, 100.000 Megabyte, also 100 Gigabyte oder ähnliches. Und es sollte euch schon damit helfen, dass es Abstürze bei Lighthouse oder auch bei Streets gibt. Und ja, insbesondere bei Leuten mit 16 GB RAM, ihr solltet es grundsätzlich eh machen. Windows-Grafikeinstellungen, da gibt es auch das ein oder andere Setting. Dazu geht man einfach hier Grafikeinstellungen, gebt ihr ein. Und dann kommt hier dieses Fenster. Ich bin es auf Windows 11, auf Windows 10 sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. In meinem alten Settings-Video habe ich das noch auf Windows 10 erklärt, wenn ihr es wirklich da sehen wollt, aber es ist ziemlich gleich. Und hier unten seht ihr dann schon Escape from Tarkov, zwei Exe-Dateien. Die eine ist, glaube ich, für ETS. Die habe ich automatisch entscheiden lassen. Höchstleistung hat Windows entschieden, es passt. Man kann hier aber auch manuell hinzufügen. Stellt auf jeden Fall sicher, dass hier auf hohe Leistung steht. Und da nichts anderes. Und dann hat man hier noch die Standard-Grafikeinstellung. Hardware-beschleunigte GPU-Planung sollte an sein. Variable Aktualisierungsrate sollte auch an sein. Außer ihr habt vielleicht Probleme. Ich glaube, das verursacht den langen Blackscreen nach dem Raid mal. Falls das der Fall ist, könnt ihr das mal mit off probieren. Aber ansonsten, wenn ihr keine Probleme habt, lasst ihr das auf an. Und dann gibt es noch den Spielemodus. Spiel, Xbox, Game Bar, Spielecontroller. Nein, Einstellung für den Spielemodus. Und der sollte auf 1 sein. Das ist einfach, ja, dass das Windows im Hintergrund nichts macht, wenn ein Spiel läuft. Und das ist auch schon, ja, die Hauptsache bei diesem Spielmodus. Ansonsten weiß ich nicht genau, ob er da noch irgendwas anderes macht. Das sind auf jeden Fall die Optionen, die ich anhab. Ich habe so keine Probleme und die kann ich euch bloß empfehlen. Es gibt da noch zwei Sachen, die man präventiv machen kann, um vielleicht ein paar Probleme zu vermeiden. Einerseits ist es den Cache leeren. Hier bei EFT, das kann sich hin und wieder mal lohnen, auch wegen Reinladen und Ähnlichem. Einfach hin und wieder mal machen. Und man kann hin und wieder mal nach größeren Updates den DirectX Shader Cache leeren. Dazu geht man in die Datenträgerbereinigung, wählt hier System aus, also wo man sein Windows hat. C bei mir, bei euch wahrscheinlich auch. Wählt alles ab, bis auf die DirectX, den DirectX Shader Cache. Und macht einmal OK, Daten löschen und dann lädt er sich die DirectX Shader neu runter. Und es kann ja verhindern, dass es irgendwelche Probleme mit der Grafik gibt oder sonst was. Hat schon mal geholfen, muss nicht helfen, aber helfen ist aber so ein kleiner Tipp für auf den Weg. Das waren meine Settings für den Patch 13.5.0 und meine Windows Settings und der ein oder andere Trick noch anbei. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Ihr könnt sie natürlich einfach stumpf übernehmen, die Settings, oder macht euch selber ein bisschen Gedanken. Das ist meine Empfehlung. Nehmt sie bloß als Anhaltspunkt und macht euch dann eure eigenen Settings. Und wie gesagt, im Moment gibt es einen Bug zur Aufnahme von dem Video zum Zeitpunkt, als ich es aufnehme, mit Nvidia Reflex. Wenn der gefixt ist, dann macht Reflex natürlich wieder an. Jetzt im Video habe ich es gerade noch ausgehabt, aber habe ich ja auch an der Stelle erwähnt. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.